Moment, wir können ja weiter, ey, wir können, ach nee, ja genau, fliegen wir doch mit der Bostonius. Ich möchte mal wieder nach Hoogland, nein. So, wir speichern trotzdem schon mal. Warum auch immer. Das? Du, die Flammen. Ich frag mich, wofür diese anderen drei Löcher da sind. Hm? Neben den Eiern, diese drei Löcher. Ach so, mal gucken, vielleicht sehen wir es noch. Vielleicht sind die auch einfach nur so da. Kann auch sein. Nee, ich denke, da gibt's schon irgendwas. Dort drin wartet er auf uns. Ja, ich will. Wenn eure Helden durch diese Tür gehen. Bla bla bla, stand da gerade. Klar sind wir gewappnet, Professor. Jetzt holen wir uns das Ei zurück und lösen das Geheimnis von das Land. Auf! Dort drin wartet also Brunhoff auf uns. Wenn wir uns den letzten Aurastein von ihm zurückholen können, werde ich mich sicher wieder an alles erinnern. Ja, der Moment ist endlich gekommen. Bum bum bum. Ey, es könnte doch noch klappen. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben ja schon eine Stunde und jetzt dieses Kapitel mit allen Rätseln? Boah. Boah. Vielleicht schaffen wir heute noch die Rätselhäuser. Ja, sag ich ja. Ja, nee, aber... Ja, aber... Aber nee, aber ja, aber nee. Wir können ja mit unserem anderen Projekt auch um 10 Uhr anfangen. Ist ja wurscht. Ja. Ah. Mann, der so, kam jetzt aber so. Sehr, sehr belanglos da reingelaufen gerade. So, so. Nun seid ihr endlich hier. Wie gefällt Tagentes, meinen werten Gästen? Brunhoff, Sie niederträchtiger Schurke, Sie werden für Ihre Taten büßen. Oho! Und wir haben sogar ungeladene Gäste unter uns, als hätte ich Muße, mich mit dahergelaufenen Narren zu unterhalten. Nein, nein, Professor Layton, auf Sie habe ich gewartet. Ich will, dass Sie sich tauschend anschließen. Wie meinen? Was hat er vor? Hören Sie nicht auf ihn. Nur keine gespielte Überraschung, bitte. Professor Layton, der berühmte Archäologe, weiß gewiss, was hier auf dem Spiel steht. Macht, Weisheit, mehr als man sich heute überhaupt ausmalen könnte. So etwas übt sicher eine immense Faszination aus. Das Streben nach Wissen ist ein nobles Ziel, doch nur, wenn es ein Streben in Freiheit bleibt und niemandem Schaden zufügt. Pah, eitles Geschwätz. Und dabei sind sie nur hier, um das Mann, das macht echt den Satz kaputt. Und dabei sind sie nur hier, um das Relikt von das Land an sich zu reißen. Sie und ich, wir unterscheiden uns kaum. Wir sind nicht wie sie. Wir wissen, was Freiheit wert ist. Wieso sollten wir uns da von ihnen versklaven lassen? Freiheit? Ha! Bedeutet ihnen Individualität so viel, dass sie sich weigern, gemeinsam auf ein höheres Ziel hinzuarbeiten? Doch lassen wir die Zankereien. Wie wäre es mit einem Spiel? Ich möchte ein Spiel spielen. Dachte ich auch gerade dran. Ich möchte ein Spiel spielen. Nein, den großen Professor Layton zu einem simplen Münzduell herausfordern. Der Sieger erhält das Ei von Asland, na? Ich nehme an, erklären Sie mir die Regeln. Hier liegen 24 Münzen nebeneinander. Wir beide werden abwechselnd Münzen wegnehmen. Es dürfen jeweils eine, zwei oder drei Münzen in einem Zug entfernt werden. Wer die letzte Münze nimmt, gewinnt. Das ist alles. Solche Spiele mag ich. Oh Gott. Ein Spiel also, in dem sich Vorausdenken bezahlt macht. Ich kenne das irgendwoher. Ich kenne das. Das gab, mal das gab doch nicht so ein Rätsel schon, oder? Das weiß ich. Klar. Ja, doch, stimmt. Im dritten Teil. Im dritten Teil, glaube ich auch. In der Tat. Dann wollen wir beginnen. Ich überlasse meinen Kontrahenten die Wahl, wer von uns zuerst am Zug ist. Ich würde da sagen, wie viele Münzen waren es? 24. Und es geht 1, 2 oder 3. Wer die letzte nimmt, gewinnt, oder? Mhm. Heißt. Moment. Ich würde fast sagen. Ich würde sagen, ich ziehe als Erster. Hätte ich auch gesagt, ja. Das ist gefühlsmäßig. Oder Moment. Also, wir müssen machen, dass vier oder. Dass vier übrig bleiben. Genau. Wenn vier übrig bleiben sollen, müssten. Wie müssten wir das machen? So, dass 10 übrig bleiben. So, dass 14 übrig bleiben. Wieso 10? Ja, dass wir immer, wenn wir ein 4 haben, wieder so ausgleichen können, dass wir wieder auf den 4er-Betrag kommen, quasi. Weißt du? Wir brauchen 4. Wie kriegen wir 4?
Ja, stell dir vor, die 4 wären die 0, so indem wir 4 mehr hätten. So, also würd ich ich würde so also immer Bronjev als, Bronjev als Ersten. Dann brauchen wir 8, dann brauchen wir 12. Lassen wir Bronjev als Ersten ziehen. So. Löse das Rätsel. Ha. Eine. 3. Das ist cool aufgemacht. Ha. 2. Auch 2. Das ist echt geil gemacht, ja. Ha! Nochmal 2. Okay. Wieder 2. Ja. Eine, also 3. Das ist ja easy. Wenn man es mal durchschaut hat. Wieder 3. Oh oh, bei uns kommen 4 raus. Nee, wir legen jetzt, wir nehmen ihn jetzt ja, so, wir, dass er 4 hat. Ja, das stimmt. Ist schon alles richtig. Perfekt. Easy. Das war jetzt wirklich leicht. Gelöst. Yeah! Bisschen Köpfchen klappt das schon. Damit bin ich wohl der Sieger und habe Anspruch auf das Ei von Asland, korrekt? Mir bleibt keine Wahl. Das Ei gehört Ihnen. Aber ehe Sie sich Ihren Sieg zu Kopf steigen lassen, will ich Ihnen etwas zeigen. Jetzt kommt's. Du? Nee. Ich? Ich war der? Ach ja, köstlich, meine Liebe. Du hast dich selbst übertroffen. Aber natürlich, weißt du nicht, was heute für ein Tag ist? Heute ist der Tag, an dem der kleine Herschel zu uns kam. Schon vor mehr als 30 Jahren, kaum zu glauben, oder? So lange ist es schon her. Du liebe Güte. Wir hatten ja solches Glück. Es war so eine schöne Zeit. Viva, viva. Oh. Was? Ich... Ein reizendes altes Pärchen, stimmt's? Sie haben sie sicher sehr lieb, nicht wahr, Layton? Ich... Was haben Sie mit ihnen vor? Überhaupt nichts. Wenn Sie meine Einladung annehmen. Hören Sie nicht auf ihn, er führt Sie hinters Licht. Hm. Sie vorlauter Wicht, ich warne Sie, Layton. Wenn Sie auf diesen Kerl hören, wird es Ihnen ähnlich ergehen wie ihm. Nun denn, es liegt ganz an Ihnen. Wie entscheiden Sie sich? Ich... Meine Eltern... Nein, ich werde niemals für Targent arbeiten. Was? Ihnen sind Ihre Eltern also egal, wie? Und ich dachte, Sie hätten ein Herz. Aber bitte, ich werde sie nicht zwingen. Ich beobachte lieber in Ruhe, was sie mit ihrer geliebten Freiheit so anfangen. Hier haben sie ihr heiß ersehntes Ei. Aber ich sage ihnen, Layton, wo immer sie auch hingehen, ich warte schon auf sie. Bis zu unserem nächsten Wiedersehen. Professor... Ihre armen Eltern zu bedrohen, kennt die Boshaftigkeit dieses Mannes denn überhaupt keine Grenzen? Professor, glauben Sie wirklich, dass das eben... Ich meine, was sollen wir jetzt tun, Herr Professor? Ich weiß es nicht, Luke. Doch zumindest können wir uns sicher sein, dass das Video eben bloß eine Aufzeichnung war. Woher wissen Sie das denn? Das Fest, auf dem meine Eltern in dem Video zu sehen sind, fand letzte Woche statt. Ich wäre selbst gern hingegangen. Da Bronjev kein aktuelles Video hat, scheint er sie nicht weiter zu überwachen. Er wollte mir lediglich Angst machen. In Wirklichkeit denkt Layton das, aber Bronjev hat das gewusst, dass er das denken würde. Genau, und jetzt hat er die Eltern nämlich wirklich. Ich hoffe, Sie haben recht. Bronjev weiß vermutlich auch nicht, dass wir die beiden am Aerodrom gesehen haben. Hm. Stimmt, da war doch alles in Ordnung. Bleibt nur zu hoffen, dass Bronjev fürs Erste mehr an seine Mission denkt als an meine Eltern. Es wäre nicht auszudenken. Fast wäre es ihm gelungen, mich zu überrumpeln, wenn Professor Locklear ihn nicht unterbrochen hätte. Ich danke Ihnen, Herr Professor. Sie haben mich gerettet. Kein Problem. Targents Lügen sind mir nicht fremd. Ich frage mich, ob Sie uns mit diesem Ei auch bloß hinters Licht führen wollen. Hm, schauen wir mal. Nein, dieses Ei...
Es ist echt. Du hast ein Ei von Aslant erhalten. Dies ist der letzte Aurastein. Professor, ich... Sobald ich die Macht der Aurasteine beschwöre, werde ich vielleicht zu jemand anderem... So ein übelstes Monster! Also doch Flora. Wie meinst du das, Aurora? Seit wir diesen Turm betreten haben, spüre ich etwas. Etwas, das mich nicht verlässt. Und ich müsste mal auf die Toilette. Nicht Glück oder Sorge oder Angst. Eher etwas wie ein Drang. Ich spüre den Drang, meine Aufgabe als Gesandte von Aslant zu erfüllen. Und ich spüre auch, wie ich mich immer weiter von euch entferne. Aber Aurora, du bist doch noch nicht bloß die Gesandte von Aslant. Du bist auch unsere Gefährtin und unsere Freundin. Was auch immer auf deinem Herzen lastet, wir werden nicht von deiner Seite weichen und es gemeinsam durchstehen. Wirklich, Professor Sognel? Und Professor Layton? Natürlich, egal was passiert, Aurora, wir glauben an dich. Danke. Hab Dank. Ihr alle. Ich will jetzt die Macht der Aurasteine beschwören. Bitte gehen wir nach draußen. Oh, ein Rätsel. Schön. Sind alle bereit? Dann fange ich an. Eierlauf 3. Fußro! Was? Oh. Was ist denn blau? Können wir das bitte mal zusammen so... Also so in so einer... Oh, ihr 5... Ja. Einer hoch, drei. Einer tief? Ja. Ja, genau, gut, okay. 3, 2, 1... Oh, ihr 5 Seelen von Aslant... Hört den Ruf eurer Gesandten und zeigt der Welt eure wahre Form. Klang das jetzt gut? Nein. Aber die Idee war gut. Die Idee war schön, ja. Die aslantischen Eier. Das Rätsel ist sogar in Blau gehalten. Durch Aurora erweckt senden die 5 Aurasteine Lichtstrahlen auf den Boden. Trifft ein Lichtstrahl auf den dunklen Boden, wird dieser grün. Trifft der Strahl jedoch auf eine grün erleuchtete Stelle, wird diese wieder, dunkel. Die lila Silhouette zeigt an, wie der Strahl fallen wird. Bewege sie mit dem Touchpad und tippe dann auf dem Touchscreen, um den Strahl zu aktivieren. Lass den gesamten Boden grün aufleuchten. Sollte nicht zu schwer sein. Ach so. Der gesamte Boden muss dann grün sein. Nee, wie? Hä? Tippen. So. Mhm. Und alles soll grün werden. Ach so. Was war das denn jetzt für ein bescheuertes Rätsel? Ach so. Ah. Okay. Ich verstehe. Ich dachte schon. Oh Gott, jetzt wird es schon ein bisschen blöder. Ja, vor allem, weil der Strahl jetzt eine andere Form hat auch. Ja. Okay. Nummer 2. Oh Gott. Was ist denn das da oben? Das erinnert mich an irgendwas. Gott, oh Gott, raus. Das wird dann schon ein bisschen schwieriger. Jede Ecke einmal und dann die Mitte vielleicht? Ja. Also. Oder nee, oben und unten rechts sogar bloß. Oder so rum, ja. Alter, es geht ja noch. An was erinnert mich das denn? Oh, ey. Langsam wird's blöd. Da aufkloppen. Ah. Sieht alles auf den ersten Blick voll schwer aus, oder? Das sieht aus wie die... Ach, was ist denn das dann, ja? Haha. Nee. Doch. Fertig. Alter. Die gehen so auseinander wie... Frisch gewandt. Unter anderem wie bei Phoenix Wright, Phoenix Wright, Ace Attorney in dem Film. Wie dann auf einmal dieses komische Projektor-Dingens da aufgeht. Mich erinnert es an irgendwas anderes. Aber an irgendwas anderes, ja. Klack, 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 klack. Das gibt's in mehreren Sachen, denke ich. Ja, wahrscheinlich. Filmen und... Eins fällt mir gerade ein. Stargate. Ich pack mal die Kamera noch so ein bisschen so, damit man dich mehr sieht. Hallo.
so immer so bei am Rand. Jetzt sind deren Helme so. Es ist vollbracht. Du hast die Aurasteine aktiviert. Der Schlüssel Aslans ist erschienen. Das ist echt ein Scheißrätsel, wenn man dann. Wenn man jetzt nicht weiß, dass das so schnell gehen könnte. Da muss man nämlich abstrakt da denken und. Ah. Die Aslant ist ein Eier. Welch eine Überraschung. Ich hätte nie erwartet, dass die Eier ihre Form ändern können. Die fünf Eier oder fünf Schlüssel vereint zu einem Meisterschlüssel. Der Megasort. Achso, okay. Der Megasort. Ich habe jetzt an Zelda gedacht, den Master ja, Key. Ja, der Master Key. Der das Tor zur Macht von Volvagia öffnet. Gerudo Valley. Nein. So, wir haben. Ach ja, wir haben ja hier Locklear und wir haben Bronje. Okay. Die Aurasteine. Oh. Bla bla bla. Die Aurasteine waren die neuen. Ja, ja, ich weiß, aber ich wollte da noch gucken. Da Aurora nutzt ihre wundersamen Kräfte, um die fünf Aurasteine zu einem Artefakt zu vereinigen, welches den Schlüssel zum Vermächtnis von Aslan darstellt. Wie sich gezeigt hat, fungieren die einzelnen Eier mitnichten selbst als Schlüssel, sondern vereinen sich zu einem einzigen. Und jetzt nochmal hier Locklear. Mhm. Niemand weiß mehr, bla bla bla. Tarjan scheint Forscher. Ah, durch die Androhung von Gewalt gegenüber ihren Familien zur Kooperation zu zwingen, ist Locklears Hass auf die Organisation dadurch zu erklären? Das könnte auch was mit der Tochter zu tun haben. Mhm. Alter. Es war ein großes Glück, dass Professor Locklear mir zur Seite stand, als Bronev das Video von meinen Eltern zeigte. Ich weiß nicht, wozu ich mich sonst hätte hinreißen was lassen. Was ist denn das für ein Mysterium, das zweite von links in der obersten Warte Reihe? Warte mal, hier. Ah, ja, okay. Was? Das zweite von links? Wo? In der obersten Reihe. Das war doch das mit dem... Ist es Bronev oder was soll das sein? Na, mal sehen. Erstmal hier. Bronev will, dass ich mich Targent anschließe. Ein abstruser Gedanke. Ich würde nie mit einem solchen Barbaren zusammenarbeiten. Das war hier verdächtige Gestalten. Ach so. Ah, okay.